Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Hero Zero. Heute gucken wir mal an, was wir fürs Event noch brauchen. Aber eigentlich müsste alles fertig sein. Die Sommerolympiade. Noch ein Tag und 2 Stunden geht das. Volle Körpereinsatz. Oh, erstmal muss ich Begleiter wechseln wegen 170.505 Erfahrungspunkte. Würde ich gerne für unser Raupi nehmen. Raupi. Eigentlich wird Raupi mit Y geschrieben, aber ist auch egal. So, dann können wir auch die Belohnung mal annehmen. Voller Körpereinsatz, 30 von 30 trainiert. Mal trainiert. 170.505 Erfahrungspunkte. Das richtet sich natürlich nach dem Level. Und wir nehmen das mal an. 170.000. Oh, und dadurch noch eine Stufe höher. Neue Stufe erreicht. 396 sind wir jetzt. Unser Raupi wird direkt auf Stufe 16 gestuft. Ja. Hochsprung kommt vor dem Fall. Ein Donut. Naja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber nett ist es trotzdem. 40 von 40 Duelle gekämpft. Nochmal 142.988 Erfahrungspunkte. Das können wir auf jeden Fall auch gut gebrauchen für unser Raupi. Daher nehme ich auch extra einen Begleiter, der nicht Stufe 30 ist. Stufe 18 schon. So. Abo-Tage. Drei Fähigkeitspunkte. Die nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. Und den Schurken. 92.493 Münzen kommt uns auch sehr recht auf jeden Fall. Und das nehmen wir auch entgegen. So, das Event ist somit geschafft. Unsere Belohnung können wir uns auswählen. Minus 307 brauchen wir also nicht. Eine Wurfwaffe plus 11 sieht schon mal nicht schlecht aus. Und noch ein Gegenstand mit minus 299, da nehmen wir natürlich die Wurfwaffe. Zusätzlich gibt es noch die 10 Fähigkeitspunkte und nochmal 5 Donuts obendrauf. Darüber freue ich mich natürlich sehr. So, da ist unsere Wurfwaffe. Die können wir hier einfach mal reinpacken. Die anderen tun wir als in Munitionsgürtel, als Ersatz. Aktuell haben wir 95 Skillpunkte und 441 Millionen Münzen und ein paar Münzen noch dazu. Oh, die Mission blinkt immer noch. Heldentaten haben wir auch noch. 6 von 6 Werbeplakate wiedergefunden. 13.095 Münzen nochmal. Und hierfür kriegen wir 14.466 Münzen. Für 8 Zeitmissionen erhalten wir nochmal zusätzlich 1467 Erfahrungspunkte zusätzlich zu den Belohnungen von den Missionen. Und ganz schön frostig für Frostkristalle, für 15 Frostkristalle gesammelt, erhalten wir 31.596 Münzen. So, haben wir vielleicht noch Mut übrig. Oh, Ligakampfe, minus 13 sogar. Naja, wir sind immer noch Champion, das ist die Hauptsache. Und alle haben weniger Skillpunkte als die. Wir haben auf jeden Fall weniger Gegner wechseln, einmal kostenlos und sonst kann man hier diesen ein Video anschauen und dann wechselt der kostenlos die Gegner oder man nimmt 2 Donuts. So, hier hätten wir aber auf jeden Fall einen, wo wir stärker sind. Hier auch ganz knapp, den nehmen wir auf jeden Fall. Papa Schlumpf. Wir versuchen unser Glück mal. 410. Oh, wir haben auch nur Raupi drin, ne? So. Auf jeden Fall wollte ich morgen noch ein Let's Play von Hero Zero machen. So eine Hero Zero Woche habe ich mir überlegt. Nächste Woche versuche ich dann eine Black Ops 3 Woche zu machen. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ja.
Auf jeden Fall müssen wir jetzt gleich unser guten Begleiter Rex Alex wieder reinpacken. Du bist der Champion. Trotzdem noch gewonnen. Hätte ich jetzt so auf der Schnelle nicht mitgerechnet. So, erstmal Begleiter wieder wechseln. Rex Alex. So, hier würden wir sogar 9 Ligapunkte und 16.000 Münzen erhalten. 14.000 Münzen und 13.900. Natürlich nehmen wir die 16.000 und noch mit Ligapunkten am meisten. Macht am meisten Sinn. So. Aktuell gab es nämlich auch einen Donut-Shop im Angebot. Von daher haben wir wieder ein paar mehr Donuts. Aber Donuts kann man ja immer gebrauchen. Für ein Event ganz praktisch, falls man mal was überspringen muss. Oder auch so, um schneller an 1 Milliarde Münzen zu kommen. So, den haben wir auch gewonnen. Da muss das Zielfoto entscheiden. So, hier können wir den und den 18.000 Münzen. Kollektion X. Wir überspringen das Ganze mal, um ein bisschen abzukürzen. Oh, was haben wir denn da? Transformierbarer Helm der Champion Liga. Davon habe ich schon ein paar Teile. Vielleicht ersetzt das bald meinen Iron Man Helm. Und meine Iron Man Rüstung. Ah, hier. Den minus 336. Minus 312. Die tauschen wir mal schnell aus. Und dann verkaufen wir den ganzen und erhalten dafür 32.856 Münzen. Ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir noch 3 Angriffe übrig. So, 17.000 Münzen war das meiste. Dann greifen wir den mal an. Emil, Begleiter Emil. Robert Duck. So. Ligakämpfe gewonnen, Sieger. Das freut mich. 17.000 Münzen schon wieder dazu erhalten. 12.000, 12.000 und 15.000. Natürlich versuchen wir das mit dem 15.000. Schlibberstürmer, das müssen wir locker schaffen. Haben wir auch geschafft. Du haust die alle um. 15.000 Münzen, das freut mich natürlich. Wasserhelden, das wird spannend, von daher gucken wir uns den Kampf mal wieder an. Wir haben theoretisch weniger Skillpunkte, wir haben alle beide drei also drei Begleiterfähigkeiten. So, Pflaster und Pflaster ist gleich. Wurfwaffen 10% und Grundkondition, also ist meins finde ich besser, aber das wirkt dann nur auf die Skillpunkte schon. Und die 40%ige Chance, über 4 Runden zusätzlichen Schaden in Höhe von 50% des aktuellen Treffers zu machen, kann mehrmals pro Kampf auftreten und wir haben einmal nur unsere Kopfnuss, die den Gegner betäuben kann und damit. Dennoch haben wir gewonnen. Ligakampf gewonnen. 12 Ligapunkte, die nicht so wichtig sind, aber die 12.935 Münzen nehme ich auf jeden Fall gerne an. So, Ligakämpfe haben wir alle hinter uns. Ein paar Duelle könnten wir noch machen. Haben wir irgendwas Spannendes momentan in der Liga? Leider nicht. Wir machen BB Magic. Überspringen das Ganze, um es mal ein bisschen abzukürzen. Du haust sie alle um. So, Wasserhelden, nochmal. Das wird vielleicht dieses Mal ein spannenderer Kampf, auch wenn wir verlieren mal. Man kann sich ja nicht nur die leichten Gegner raussuchen. Wir wollen ja auch mal was zu tun haben. Und das sieht dieses Mal nicht so gut für uns aus. Wir müssten schon ausweichen. Wir haben auch eine 19%ige Chance. Jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Den Kampf gucken wir uns auf jeden Fall auch an. Einmal müssen wir noch ausweichen. Oh. Ah, wegen einem Punkt, wegen dem Pflaster. Aber sie setzt auch noch Schleimi ein. Knapp, ganz knapp. Hast du verloren. Schade.
So, was können wir denn jetzt noch? Irgendwas Spannendes? Leider nicht. Wir nehmen Knutschkegel, am meisten Ehre. Und dann versuchen wir das Ganze mal. Du bist der Champion. Deswegen auch in der Champion-Liga. Nochmal Wasserhelden finde ich jetzt nicht so interessant, obwohl wir haben einmal verloren und einmal gewonnen. Revanche. Gucken, wer jetzt wirklich der Stärkere von uns beiden ist. Jawohl, ausgewichen. Sie hat eigentlich nur Kraft mehr als ich. Jawohl, und wir nehmen auch noch unsere Kokosnuss als unsere Kopfnuss. Und das sieht recht gut für uns aus, aber es ist immer noch spannend wegen den Schleimi, der macht zusätzlichen Schaden, wenn die das einsetzt. 17.000 gegen. Puh. Oh, jetzt hat die Schleim. Aber ihr Pflaster. Dieses Mal haben wir wegen einem Punkt gewonnen. Wegen einem Punkt. Knapp, ganz knapp hast du gewonnen. 128 Ehre. Oh, Wasserheldin hat uns auch angegriffen. Das haben wir auch gewonnen. Kampf anzeigen. Mal sehen, wie gut wir gewonnen haben. Auch wieder wegen einem Pflasterpunkt. Interessant. Training ist absolviert. 6 Trainingseinheiten haben wir noch. So, das war's auch schon mal fürs Erste. Überwiegend wollte ich euch das Event zeigen, was man für Belohnung erhält. Ja, das habe ich ja getan. Hier sind nochmal die Angebote. Für 10 Euro gibt es 150 Donuts. Wenn man sich für 20 Euro nimmt, erhält man auch 300 Donuts. Also, das ist jetzt nicht so sehr interessant. Jedoch für 50 Euro würde man für 100 Euro holen, hätte man hier 2000 Donuts oder sogar inzwischen 2300. Hält noch bis zum 21.08. Und man kann das Paket nur zweimal erhalten. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.